Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Black Ops 2. So, wir spielen jetzt frei für alle auf einer Map, wo ich schon wieder nicht hingeguckt habe. Mann, Mann, Mann. Hey, wieso geht meine Maus nicht mehr? Mein Controller nicht mehr. Jetzt geht er wieder. Auch nicht schlecht. So. Okay, finde ich gut. Oh nein. Ihr kriegt mich nicht, ihr Schweine. Ist doch, glaube ich, auch was Neues, dass man Call of Duty mit Controller spielen kann. Kannte ich zum Beispiel nicht. MW3 konnte man nicht mit Controller spielen, soviel ich weiß. Weil soweit ich weiß, Black Ops habe ich noch nie auf dem PC gespielt. Also das Einzige, was ich auf dem PC hatte, war MW3. Und MW2, glaube ich, hatte ich mal. Aber vorher hatte ich das auch auf PlayStation 2 gehabt. Aber ich war vor MW3 nie so der dolle COD-Spieler. Also MW2 habe ich auch schon gezockt, wie so weiß ich was. Aber das war irgendwie, das war, glaube ich, auch mein erstes COD, was ich so online gespielt habe. Vorher hatte ich halt sowas wie World at War gespielt und so, aber halt noch nur die Kampagne. Aber nie irgendwie online, weil mich das nie so gerissen hat. Und jetzt heutzutage ist das schon das Wichtigste in dem, also was man an Spielen spielen kann. Oh, da ist schon tot. Also was heißt das Wichtigste, aber das Beste, was man so haben kann. Momentan, weil die meisten Spiele nur noch online sind und online sind die meisten eigentlich am besten. Also COD ist von der Kampagne eigentlich immer ziemlich schwach und Battlefield auch ziemlich schwach. Also was heißt, die haben einfach, man kann in einem Kriegsspiel einfach keine tolle Story reinhauen. Und also ich habe auch nie auf, ehrlich gesagt auch nie auf die Story geachtet von COD. Deswegen kann ich darüber eigentlich auch gar nicht urteilen. Ich habe auch mal überlegt, dass ich einfach mal Commentaries mache. Habe ich glaube ich schon mal erzählt, aber dann habe ich es doch wieder nicht mehr gemacht. Nein! Wäre, glaube ich, besser, weil dann könnte ich mich mehr aufs Spiel konzentrieren als aufs als aufs Quatschen. Und dann wäre ich gleich auch ein bisschen besser, anstatt so rumzufailen, Alter. Ich habe nur einen gekillt, ey. Wie schlecht bin ich eigentlich, ey? Fick dich jetzt, Alter. Jetzt habe ich die Schnauze voll. Wenn ich jetzt einen Penner sehe, ne, der ist tot. Fick dich, warum legt ihr denn hin? Leg dich doch nicht hin, du hässlicher Bastard. Jetzt reicht's mir. Ist einfach so. Ich könnte ausrasten. Mache ich eigentlich schon die ganze Zeit, aber ist egal. So, Affenkopfmensch. So, hinter mir wurde geschossen. Zack. Gleich mal flashen ein bisschen. Hat jetzt gebracht. Ja, Fanny. Treffen, treffen, treffen ist das Zauberwort. Ja, mit Controller-Spiel ist das schon so, dass man Auto-Aiming schon drin hat. Also das. Deswegen spiele ich auf Konsole, denke ich mir auch so gut, weil ich da so ein kleines bisschen Auto-Aiming habe. Da habe ich auch schon geile Runden gekriegt, zu so 40 zu 7 und so was alles und 30 zu was weiß ich. Ach ey, da bin ich echt, da raste ich meistens richtig aus. Aber das halt, das kommt durch das Auto-Aiming, ne? Da. Die sehe ich einfach nur fix ein bisschen an und dann ist gut. Und das geht hier nicht. Ach, fick dich, Alter. Scheiß auf Controller. Ich spiele mit der Tastatur und Maus. Machen wir es einfach mal so weiter. Wird sich schon irgendwann mal. Irgendwann werde ich schon gut sein. Wobei ich nie in Ego-Shootern gut war, außer CSS, wie gesagt. Aber das sind auch schon lange, lange, lange. Also alte Zeiten. Oh Mann, warum kommt da noch einer von vorne? Fickt euch jetzt. Jetzt hole ich alle auf. Das wäre es, ey. Ach, der ist mir die ganze Zeit schon hinterhergerannt, der Affe. Das ist das Kind. Ja, fick dich doch. Na gut, dann bis zum nächsten Mal und zum nächsten Part bin ich besser. Verspreche ich euch. Oh Gott, jetzt habe ich was versprochen. Naja, ich mach das schon. Nächstes Part raste ich mal ein bisschen aus. Gut, bis dann, tschüss.